Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge World of Warships. Zusammen mit mir, eurem Rio. Ja, gab lange nichts mehr bei mir. Und ich bin nicht alleine, ich habe den lieben Andi. Karamba mit dabei. Hallo zusammen, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks Live, kann man schon sagen, weil ich habe auch zurzeit sehr, sehr viel Replays bei mir auf dem Kanal. Deswegen schön mal wieder was live aus dem Spiel zu zeigen. Dieser Andi-Reflex immer. Ja, Rio ist in der Tirpitz unterwegs, ich bin in der Admiral Hipper, also von dem her sehr deutsch geprägt heute. Und wir sind auf dem Meer des Glücks. Hoffentlich bringt es uns auch Glück. Da hinten ist eine Sau. Vom Matchmaking her, 10er Kreuzer, ansonsten Rest eigentlich hauptsächlich 8er. Wir haben 8er Flugzeugträger, ein Lexington im Gegnerteam und bei uns eine Shukaku im eigenen Team. Oh, ich habe sogar was getroffen, die Zau. Nicht wirklich, bin abgeprallt. Ärgerlich. Ja, oh, warum schießen die auf mich? Schießt nicht auf mich? Ja gut, ich war gerade schon breit. Die Sau, da geht ja schon voll kaputt. So eine Sau. Mal gucken, ob ich die jetzt vielleicht treffe. Komm schon, mach den Landgang. Ah, ich hab so scheiße geschossen. Landgang? Ne, die eine Sau ist auf jeden Fall gleich hin. Ist ja schon mal positiv für uns zu vermerken. Absolut. Und die Kutusoft, die ist da auch nicht mehr so fit im Leben. Jetzt muss ich hier mal weg. Ich bin hier ganz, ganz unangenehm gerade. Dass wir natürlich auch low tier sind, ist wieder ärgerlich. Halt hier ist immer so viel schöner. Oh, die lebt sogar noch. Oh, ich treffe natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Die Sau hat's aber noch überlebt. Die schippert da hinten noch rum. Gehen wir mal auf maximalen Konfrontationskurs. Wie findest du die Hipper eigentlich? Oh Gott, gleich verschluckt. Sorry. Eigentlich ganz so gut, ja? Nein, schon ganz gut. Aber ich muss sagen, wir sind die Deutschen. Also die Hipper ist meines Erachtens die Perle im Tech Tree überhaupt. Aber wir sind halt viele einfach sehr, sehr weich. Die haben zwar alle natürlich eine tolle Kanone und schöne Reichweite, aber wie gesagt, die sind dafür... Ich schaff's halt, so viele Zitadellen mit in dem Tech-Tree zu bekommen, wie mit kaum einem anderen. Also das ist das, was so ein bisschen unangenehm ist. Ach, das gibt's doch nicht. Ich prall an der ab. An der blöden Hindenburg da hinten. Ja, Luftgewehr wurde von einem Luftgewehr getroffen. Ich treffe nein, das ist Lugwehr. Lugwehr. Das gute alte Lugwehr. Gute alte Lugwehr. Ja, ich muss ja mal weg. Ich habe hier laut den Zehner nur gerade bisher gesehen. Zum einen die Zau und zum anderen die Hindenburg. Also, mir langt's erstmal hier. Na, bei der Tirpitz bin ich mal durchgekommen. Ist ja ein Ding. Probieren wir das gleich nochmal. Gerne ein bisschen näher ran. Entschuldigung. Alter, auf diese Distanz ist das auch teilweise echt super unangenehm, gegen die zu spielen. Ich will jetzt auch nicht auf die... Was, 3 Tirpitz? North Carolina, Hindenburg auch nochmal. Sind schon dicke Gegner dabei, du. Da hinten kommt eine ganze Menge langgedampft, ja. Ja. Yep. Meine Güte. Irgendwas habe ich gerade im Hals. Ja, das kenne ich, damit hat er bei mir auch gestartet, aber Gott sei Dank ist es rausgehüpft. Ich werde weiterhin diesen Timmy Time Bomb unter Beschuss nehmen. Oh, das Luke-Gewehr hat mich gerammt. Ja. Yep. Kollege, was soll denn das? Er flickst nochmal. Hat er es geschickt, geschrieben? Ja. Also verflixt normal war halt die Sprachnachricht, kennst du ja. Achso. Warum würden die bei mir zensiert? Ja, wird's immer. Das ist doch diese oh Gott, was ist denn das? Die F11 ist doch immer dieses. Drück mal auf Tab, dann siehst du es ja auch links. Das ist... Naja, stimmt. Ganz normal. North Carolina. Oh, die schießt auf mich. Das ist nicht dein Ernst. Hat sie so gut gleich getroffen? Ja. Hat mir glatt erstmal irgendwie 19.000 abgezogen. Von der Entfernung mit 3 Projektilen komplett
komplett getroffen. Ja, das ist und sie hat nur mit Vieren geschossen. Da ist wieder mein Timmy the Time Bomb. Schießen wir nochmal rüber. Bitte gerne auf die North Carolina rauffahren, wenn ich ehrlich bin. Aber? Nichts aber. Bin ich aber. Ach, ich dachte, da käme noch ein Aber. Aber die hat eine ganze Menge Leute hinter sich stehen. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem mal wagen. Da ist nämlich noch eine andere Tirpitz. Also die North Carolina steht da jetzt auf jeden Fall. Die fahrt nicht weiter. Ich habe jetzt gerade... Was? Wie sind die denn geflogen, die Projektile? Die steht aber auch gar nicht so schlecht. Wenn man so, zumindest von meiner... Fahrst du ein Stück rückwärts? Ach, das gibt's doch nicht. Bin ich gerade so blöd zu schießen. Oh, da kommen jetzt einige Torpedos mal auf die North Carolina. Ah, zwei ja. Treffen. Und die Tirpitz dahinter? Trifft gar keiner. Komm! Ja, Killshot. Kommen auf die Tirpitz dahinter drauf? Ja, die kommt direkt als nächstes dran. Schönes Ziel. Ich schieße ja ungern auf die Tirpitz, aber manchmal muss man es halt machen. Ja, so ein schönes Schiff, ne? Oh, die hat auch Torpedos gefressen. Ja, die fressen gerade alle recht massiv, muss man sagen. Dummerweise habe ich bisher noch nicht wirklich viel Schaden. Nee, der Schaden-Output ist bei mir auch definitiv so, dass der noch Potenzial nach oben hat, ohne Frage. Aber meine Sekundärgeschütze feuern jetzt. Ha. Zack! Ja. Da hat er sie weggeholt. Und da kommt Torpedos. Ach, Wahnsinn, was hier Zehner unterwegs sind. Da immer noch eine Hindenburg drin, die Zau. Ja. Wirklich nicht angenehm. Ich krieg gerade von der Hindenburg. Bin am überlegen, ob ich... Ich werde mal meine Geschütze Richtung Timmy Timebomb ausrichten. Ist gerade das pflegeleichteste Ziel. Ja, auf den schieße ich auch gerade. Das ist auch der einzige, auf den ich gerade überhaupt drauf komme. Ich werde wahrscheinlich über B dann mal Richtung Hindenburg fahren. Ja, ich hoffe, dass irgendwie jemand anders so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zieht und ich nicht so ein bisschen weiter schneiden kann. Die Hindenburg hat auch Torpedorohre drauf, ne? Nee, nee. Die Hindenburg hat keine. Einzige deutsche Schiff aktuell ist... Ach so, Entschuldigung, Hindenburg. Sorry, mein Fehler. Ja, ich glaube auch. Da musst du aufpassen. War jetzt gerade schon so auf... War gerade ganz weit weg mit den Gedanken. Entschuldige. So, der konnte ich wenigstens einen Zitadellentreffer reindrücken. Die kann aber auch in einem Intervall schießen. Böse, böse, böse. So. Du fährst wahrscheinlich jetzt gleich gegen Land, oder? Der glaube ich, gibt es gleich den Hashtag Landgang, ja. Nee, der muss nochmal wegdrehen. Ja, da kriegt er jetzt auf jeden Fall Hashtag Salve. Hashtag Salve? Mhm. Hält jetzt voll auf ihn zu. Ein bisschen Druck hier auf die Hindenburg aufbauen, nebenbei den Punkt A vielleicht ein bisschen ankeppen. Ja, das ist doch ein vernünftiger Plan. Ah, fliegen die. Tausender getroffen. Der ist gerade in einem ganz guten Winkel zu mir tatsächlich, der Typ. Oh, da ist ja noch eine gute Tierpitz. Ja, auf die werde ich... Du machst den schon. Oh, die Zau kommt von hinten. Ja. Die repariert auch gerade. Komm leider nicht mehr drauf. Bin gerade hinter einer Insel, ärgerlicherweise. Die Zau wird jetzt... Ah, ich brenne.
von den anderen zerstört. Feueralarm! Oh nein, Torpedos. Torpedos auf Backbord. Oh. Boah, einer hat mich getroffen. Na, das ist ärgerlich. Problem gelöst. Katapultjäger in der Luft. Unfassbar. Also ich muss sagen, unser Flugzeugträger macht einen guten Job. Leider schon fast zu gut. Das war's wahrscheinlich mit mir. Bist du weg? Mhm, ziemlich sicher. Ja, da kommen auch noch Flugzeuge in deine Richtung. Ich brenne leider extrem. Weil die Zao mir keiner abgenommen hat. Ja, wobei, das ist, war schwierig, ja, drauf zu kommen. Weil, ehrlicherweise, zumindest ich konnte nicht drauf wegen der Insel und ich glaube, dass alle anderen so ein Reichweitenthema hatten. Ich verstehe nicht, warum die Amagi so weit hinten steht und das andere Battleship. Ja, das, also das Thema Schlachtschiffe und hinten. Guck dir doch mal unser Moskva, Ding da unten an. Es ist ein Zehner. G7. Und die Moskwa, die ist auf dem C-Punkt. Ja, also wirklich. Wir verstehen, kann man und muss man einige definitiv hier nicht. Aber ich habe wenigstens einen Punkt gecapped. Den A-Punkt habe ich angegriffen gehabt. Und war ausreichend aggressiv. Bin ich so der Spieler, der sich ständig zurückzieht irgendwie bei World of Warships. Der ist ja auch sinnvoll. Also definitiv. Nur in dem Fall. Aber hier gibt es ja jetzt halt mittlerweile die freie Kamera. Ja, die ist geil, muss ich sagen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Also ich hoffe ja, dass es bald eine wirklich eingebaute Replay-Funktion gibt und dass die dann auch dementsprechend dann nutzbar ist. Mhm, der Träger steht immer noch hinter diesem komischen Berg da. Und hier hinten ist die Sau. Ja, ich komme nur leider immer noch nicht aufgrund so einer doofen Felsvorsprung dran. Jetzt brennt er. Das wird es wahrscheinlich gleich von ihm gewesen sein, oder mit ihm gewesen sein. Luftgewehr wird er. Ja, du hast den gekriegt. Da konnte ich ihn noch abstauben. Der Flugzeugträger brennt auch bereits. Er soll mal hinter seiner Hütte daherkommen. Aber ich glaube, dass unser Flugzeugträger den jetzt mal schnell den Gar ausmachen wird. Weil die zwei Torpedostaffeln, die da noch sind, die dürften den ganz schön. Ja, oder so. Ja. Das war's. Das war's. Das ging fix. Mit dem Flugzeugträger dann plötzlich. Es war der verbündete Flugzeugträger, der da noch so gut reingehalten hat. Aber irgendwie da ganz schön viele Erfahrungspunkte insgesamt in diesem Spiel geflossen. Ja, Shukaku, wie gesagt, unser Flugzeugträger, der hat schon der war fleißig, ohne Frage. Ja, würde ich sagen, war's mit der Folge, oder? Ja, ich war gerade noch am Gucken, ein erhaltener Schaden. Ja, dann sag ich schon mal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank Rio für die Runde und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss!